Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Moonlighter. Jawohl, wir waren erfolgreich im Dungeon und wir kommen immer besser voran, muss man wirklich sagen. Und jetzt heißt es wieder für uns fröhliches Verkaufen. Ich bin gerade am Überlegen. Ob wir wieder. Ich glaube, wir gehen wieder Heiltränke bauen. Ich lege mal, was ich jetzt habe, hier ab. Das vielleicht. Und das da. So. Bin gleich wieder da. Zwei Tränke haben wir. Ich möchte gerne welche haben für die Helden, die bei uns shoppen kommen. 125 kostet einer. Macht man da überhaupt Gewinn? Mal ganz ehrlich. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass wir da Gewinn machen. Naja. Passt. Da könnten wir sogar noch ein. Passt. Kling. Dann können wir bei uns eigentlich voll machen. So. Halt. Nein. So. So, genau. Ich glaube, den gebe ich zu billig her, oder? Ja. Ah, weil es ein Schnäppchen ist. Ein absolutes Schnäppchen. Was haben wir mit 150? Was haben wir hier mit 70? Keine Ahnung. Ich würde sagen, weißt du was? Machen wir 100 draus. So. Dann. Das können wir ruhig verscherbeln. Das auch, würde ich sagen. Also es stapelt sich eh, das ist super. 120 ist ein Schnäppchen, das ist gut. Dann machen wir mal 150. Was haben wir da? 100. Alles sind wir fertig, ist 100 gut. Passt, lassen wir es bei 100. Würde ich sagen, da sind wir fertig. Und da unten, gleich, müssten wir auch fertig sein. Ja. Dann würde ich sagen, wir eröffnen wieder. Hallo! Geh nur kurz mal weg. Schnell ein bisschen aufbrezeln. Ja, Schnieke. So muss es ausschauen. Ja, bitte, Sie haben was gefunden. Das freut mich sehr. Ja, das macht bitte insgesamt 65. Danke. So. Da haben wir schon den Helden. Achso, ich habe hier schon ausgestellt. Dann passt. Ist ein guter Preis. Passt, dann lassen wir den so. Oh, das ist ein bisschen. Mit 150, das passt ihm überhaupt nicht. Okay, dann würde ich sagen 130. Dankeschön, auf Wiedersehen. So, dann das da und das da. Wie schauen wir die Zweige aus? Ja, dann lassen wir es bei 5. Wie schauen wir hier aus? 100 hatten wir. 145. Ach Gott, ja. Da wollte ich eigentlich... machen wir gleich. 150. Fertig. Ah. Oh. Danke. Aha, da haben wir einen Dieb. Wir gehen gleich mal schnappen. Na du? Du Gauner. Okay, er hat noch nichts gestohlen. Wenn er unschuldig ist, geht noch nichts, ne? Halt, da ist er. Hab dich, du Hirsch. So, geht ja. Ja! Man muss immer so mit den Leuten verfahren. Das geht gar nicht anders. So, was haben wir da? Kristallstein. Stimmt, den hatten wir schon einmal, nur, ja, ne?
Also machen wir mal mit 500. Dankeschön. Dankeschön. Da kommt ein Held. Boah, der hat ein cooles Schwert. Warte. Achso, zwei Schwerter. Hoppala. Dingens. Das war dumm von mir natürlich. So, Stöffchen. 100. Okay, da darf man sich mehr trauen. Da machen wir gleich 150. So. Da unten kann man noch was hinstellen. So vielleicht. 300, 350, 15, dann können wir auf 18 hoch. Da haben wir immer noch nichts. Und da mit 300, okay, da können wir raufgehen auf 350. So. Kaufet wohl, kaufet wohl. Er freut sich. Dankeschön. So, der nächste. Dankeschön. Und? Der nächste. Aber jetzt müssen wir schnell was machen. Nachlegen nämlich. So, 50. Haben wir nicht getestet, okay. 300, da können wir auch auf 350 gehen. So. Gnädigste, haben Sie was gefunden? Das freut mich sehr. Beehren Sie uns bald wieder. So. Dann würde ich sagen, den da. Ja, das passt auch. Ich muss immer schauen vom Preis her. Ich weiß nämlich nicht auswendig, wann wir das schaffen. Ja. Ja, ich habe da gerade eine Heuschrecke. Alter, wo kommt die Heuschrecke her? Im Real Life. Da. Irgendwann trifft mich noch der Schlag. So. Ist mich gerade angesprungen. Was willst du, Viech? Echt unglaublich. So. Winkt einen voll ab beim Spielen, ey. Frechheit. So, also. 110, das passt. Was haben wir hier? 100. Da würde ich sagen, 110 auch. So. Da unten geht noch was. Ja. Könnte 180. Wow. Könnte 180 sein, wollte ich sagen. Oder machen wir 175, ist besser. Na, 75 so. Danke. Danke. Wieder Dieb, weil die muss aufpassen. So, was war dem zu teuer? Irgendwas war da. Das glaube ich, oder? Halt! Ich verdrück mich wieder. Entschuldigung. So. Alter. 150, 175, okay. Dann werden wir es mit. 'Nichts mehr. Okay. Danke. Hab dich, du Gauner. So geht das nicht. Hat das schon jemand angeschaut? Nein. So, tut mir leid, dass ihr warten musst. Ich musste gerade einen Tipp schnappen. So, danke schön. Dum, 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 dum. Die Ranke habe ich vergessen. Schauen. 3, okay, dann würde ich sagen 1 wahrscheinlich. Pff, ein absolutes Schnäppchen. Boah, jetzt gehen sie weg, die Sachen, ne? Dankeschön. Danke sehr. So, ich glaube, das war's wieder für heute. Schön. Was haben wir denn verdient? Ja,
Ja. Boah, 11.626. Das ist gut. Das ist gut. Das freut mich. So, was haben wir noch zum im Inventar? Hab ich glaube nichts mehr, ne? Ich brauche eine größere Tasche. Moment. Na, das kann nicht sein. Schlüssel haben wir noch nicht. Ich war gerade am Überlegen, ob die auf der Karte, die wir gerade angeschaut haben, ob da vorhin die Tore vernagelt waren, verschlossen waren. Golem Dungeon. Wir sind doch da gerade rechts raus, ne, von der Stadt. Da. Und wenn man darauf geht, kommt man ebenfalls in den Golem Dungeon. Darauf. Tatsächlich, dann ist es eh wurscht. Und dann gehen wir wieder rein. Ich war gerade verwirrt. Ich dachte, da gibt es andere Dungeons, ne? Aber es geht scheinbar zum selben Ort. Okay. Macht nichts. So. Dann marschieren wir wieder los. Na, bleib da. Au. 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 Weg. Sehr gut. So, was haben wir drin? Ja, Stoff und wieder dieses komische. Für mich schaut es immer aus wie ein Bild. Bild. Aber das ist halt ein uraltes Gefäß. So. Dann würde ich sagen. Rechts. Ranke, bleib da! Oder auch nicht. Eine Ranke. Noch eine Ranke. So, ich bin gerade voll abgelenkt. Die Heuschrecke da, ne? Was macht die da? Alter. Mögen Heuschrecken Süßes? Also, werden sie von süßen Gerüchen angezogen? Normal nicht, oder? Der keine Bienen oder Wespen oder so, ne? Oh, kein voll aufs Maul, ich muss mich mal heilen. Ich lenke mich gerade so ab, dass ich nicht gescheit spielen kann. Unglaublich. So. Alter. Passt, erledigt. Es lief gut. Erstaunlicherweise. So. Das nehmen wir natürlich auch alles mit. Jetzt sind wir schneller voll als beim letzten Mal, ha? So. Aus da. Geht ja. Kitzelt da gerade was? Tatsächlich. Was denn das? Ein Buch. Golem-Geschichte 1. Wir alle entstammen dem Staub. Leben bedeutet Staub. Ein Kreis aus Wiedergeburt und Verfall. Weder Mann noch Frau noch Stein können entkommen. Oh, wie geil. Hey, Viech. Willst du echt Kakao trinken? Also Sachen gibt es, das ist unglaublich.
Dann sind das hier quasi so Schätze oder was? Wie cool ist denn das bitte? Oh je. Aha. Ich glaube, ich muss abhauen. Das mag das Viecherl überhaupt nicht da. Okay. Die Frage, ob wir dieses Golem-Buch überhaupt verkaufen sollen. Viel haben wir jetzt nicht erbeutet. Aber ich denke, für uns nutzen können wir es auch nicht, oder? Glaube ich nicht. Also können wir es, denke ich, verkaufen. Vielleicht interessiert sich ja ein Held dafür. Aber das gebe ich richtig teuer her. Da gebe ich mal einen 5000er. Wahrscheinlich ist es noch billig. Würde ich weinen dann, echt? Egal. Wir haben jetzt nicht allzu viel Zeugs. Das ärgert mich ein bisschen, aber egal. Das können wir geben. Das. So. Stoff 150. Da können wir raufgehen. Ich würde sagen, mal auf 200. Hier 150. Ich würde auch sagen 200. Hier würde ich sagen. Ah, das passt. 5000 war es nicht, ob das okay ist. Das gehen wir her, das und das. Ah, kein Platz mehr, hoppala. So, da müsste passen mit 25 und hier mit 5 passt es auch. Okay. Dann machen wir mal den Laden auf. Ein Dieb schon, ne? Ist ja unglaublich, der erste, was reinkommt, ist ein Dieb. Ist ja nicht zu fassen, sowas. Ich halte mich gerne mal bereit. Will sich unten das Buch stibitzen. Hab dich. Du Gauner. Kannst dich schon wieder schleichen. Hat er doch mal das Buch genommen, wenn du denkst, ne? Aha. Okay, 5000 sind zu viel für das Buch. Da war ich zu geizig. Okay, dann gehen wir ein 1000er runter. Herschenken du es nicht. Wieder Dieb. Ich glaube, ich spinne, die kommt, werden jetzt immer mehr, oder? Unglaublich. Was habe ich jetzt reingegeben? Ich noob. Was ist jetzt das da? 15? Passt. Okay, weniger. Probieren wir es mal mit 10. Dann haben wir den Eintrag auch. Komm da her, Gauner. Ja, habt ihr schon. Gauner. So, was haben wir noch? Das da vielleicht? Passt das vom Preis? 150? Ja. Dann würde ich 163 probieren. Das Buch, ne? 4000 ist auch noch zu viel. Na, 3000. Dankeschön. So, dann next one, würde ich sagen, das stecken. Jawohl. Da freut er sich. Dankeschön. Dankeschön. Und Dankeschön. Und hier haben wir. Was war da? 200 ist zu viel. Dann werden hier
75. Und das da. 350. So, dann noch das da und das da. Sind wir mit 100 dabei? Ja, und hier. Und der 10, das passt. Komm her, Gauner. Hab dich schon. Nichts mit Klauen. Ah, geht ja. Sehr gut. Ah, der findet das ein bisschen zu teuer. Okay. Aber die Omi gefällt was. So. Boah, da freut sie sich. Okay. 350 ist sogar zu teuer. Okay. Dann probieren wir es mal mit 325. So. Hoppala. Dankeschön. Dankeschön. Du hast auch was gefunden? Nein, noch nicht. Okay. Dann rüsten wir schnell. Da gehen wir schnell nach. 110. Ah, warte. 110, also 115 hier. Und da 110 ist... Was? Echt das? Doch, das passt. Dann haben wir da unten. Das weiß man noch nicht. Das weiß man noch nicht. Aber da. 3000 ist zu teuer. Okay. Nein. Dann 2000. Und das da. Haben wir das schon gehabt? 3? Ja, passt. Dann muss da noch... Ich mit meinen Verdrücken, es ist schrecklich. So. Und 1. Die muss ich mir im Auge behalten, du Gauner. Hab ich. So, Gauner. Unglaublich. So. 5 ist okay, dann würde ich sagen... Das wird heute schon nichts mit mir. So, 8. Gut. Okay, das ist noch zu teuer. Okay, nehmen wir 60. Danke. Oh, er hat's gekauft für 2000. Super, danke. Dankeschön. Du stillst mir das nicht, du Gauner. So, schlechte wieder, Mistviech. So. Der Held geht auch. Ach, sie nimmt es trotzdem, das ist gut. Dankeschön. Gnädigste. Vielen Dank, der Herr. Und tschüss. Passt. Was haben wir heute verdient? La, 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 la. 5.319 nur, leider. Wir haben auch nicht so viel ausbeuten können, denn den Dungeon. Naja, wird schon werden. Okay, ein Item habe ich noch, sehe ich gerade. Hä? Im Beutel steht 1 von 20. Da ist nichts drin. Ah, jetzt ist richtig. Okay. Gut. Das Buch war gar nicht so schlecht. Jetzt möchte ich gerne den einen Händler noch kaufen. Statt. Und zwar den da. Für 20.000. Dieser Charakter nimmt nachts keine Anfragen entgegen. Hey, was? Das muss ich tagsüber machen? Ach, so eine Scheiße, echt. Meh. Egal. Okay. Dann würde ich sagen, wir brechen wieder auf. So.
dum, dum, dum. Einmal in den Dungeon, bitte. Danke. So. Den Dungeon machen wir noch und dann ist wieder Aufnahme, also Bartschluss, ne? Jo. Und das erste, was wir finden, ist wieder die Quelle. Sehr gut. Passt. Und was haben wir da? Wie immer Stofffetzen und ein hiniges Schwert. So. Zack, zack. Au. Wohin? Gott sei Dank. Mistviecherländiges. So. Das war's hier wieder. Kein Skelett. Gut, dann gehen wir. Bam, bam. Heilen müssen wir vielleicht noch nicht. Hoppala. Das war elegant vorbei. Boah, Glück gehabt. Super, die droppen nichts mehr. So. Na bitte, endlich ein bisschen was. Was, der ist erledigt? Wow. Nein, bleib bei mir. Scheiße. Okay, da geht's weiter. Ich bin extra gestern schon überlegen, ob wir da überhaupt weitermachen sollen, da Runden. Und nicht gleich weitergehen sollen, um den Platz im Beutel zu sparen. Ich glaube, das machen wir, oder? Okay, ich dachte gerade, ich komme zum Bossraum oder so. Alter. So, passt, das hätten wir. Ich glaube, ich trinke mal was. Passt, den hätten wir auch. Ja, die droppen schon wesentlich mehr. Au. Weg mit dir. Wow. Au. Okay. Also da stelle ich mir jetzt gerade nicht besonders geschickt an. Passt, das erledigt. Puh. Komm. Jawohl. Und zack, zack. Jawohl. Boah, der hat viel gedroppt. Was haben wir denn da Schönes? Ja, lauter Fragezeichen-Dinger, die habe ich am liebsten. Da ist schön was dabei, was drinnen. Eins können wir noch machen. Hoppala. Jetzt haben wir schon wieder voll. Au. 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 Du bist so lästig, du Viech. Komm her. Geht her. Passt, der ist erledigt. Au. 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 Ich hab nichts mehr. Ah! Das wurde eigentlich nicht. Okay, ich hab nichts mehr zum Heilen. Das ist natürlich schlecht. Wow, ja, das war klar. Das war klar, dass ich das bereuen werde. Aber ich hatte keine andere Wahl. Ich musste ihn irgendwie besiegen. Versuchen zumindest. Ja, erneut bitte.
mit leeren Händen gehen wir da nicht raus. Auf gar keinen Fall. So, nochmal. So, Stufe 1. Arschlöcher. Mistviecher. Elendige. Ach komm. Dieser Schleimhaufen geht mir auch auf den Keks. So. Was haben wir Schönes drinnen? So und so. Gegen. Hätte ich nicht blocken sollen, wäre besser gewesen. Steine in den Weg gelegt hatten wir auch schon. Das Skelett ist keines da, schade. Zwar eine Quelle nicht schlecht. Das lief jetzt nicht gut. Zu meiner Traurigkeit, wenn es vielleicht nur mal so Gegner sind. Ah. Oh, ja. Vor allem, der kann so schnell hintereinander schlagen. Das ist voll fies. Ich glaube, es ist wieder ein Upgrade fällig für uns. So wie es ausschaut. Ja, jetzt ist er da, ne? Der Brunnen. Den gebe ich doch einen Bogen. Mistfink. Nicht unglaublich. Ach, ausweichen. So. Super, da war eh nichts. Sammeln. Dann haben wir hier bei diesen komischen Schwertgängern, da bin ich mir nicht sicher, wie ich die besiegen muss. Vielleicht darf ich da keine Kombi machen, vielleicht mit dem Besen, das wird eher sein. Dass ich eine längere Reichweite habe, dass ich die halt mit dem Besen müssen vernichten. Ah, das werden wir das nächste Mal probieren, ob es besser geht. Klar, der Besen macht nicht so ein Damage, aber... müsste trotzdem besser sein. So. Au. Das war zu weit gegangen. Sehr gut. Und dann gehen wir gleich weiter. So. Dusch. Servus. Au. So, der ist hin. Sehr gut. Hat er was Schaden bekommen? Jetzt hat er sicher. Wohl, wohl. Schon. Was, das erledigt. So. Dann schauen wir da noch. Da rein. Was, da hält man? Was, erledigt. Puh, jetzt muss ich gerade voll konzentriert sein. Hui, so. Was ist denn das für ein Gegner? Oh, um Gottes Willen. Boah. Spitzenkombination, echt. Na! Ah.
Alter. Wie soll ich die jetzt besiegen? Au. Wie soll ich den Dings da besiegen? Schrecke wieder, oder was? Hey, das ist jetzt aber nicht fair. Was sind das für ein Scheißviech? Ach, Mann. Okay. Okay. Ich glaube, wir beenden den Part und ich grüße im nächsten nochmal. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen und wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut, und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!